Eine Hauptherausforderung ist natürlich erstmal sozusagen das richtige Zielbild zu entwickeln. Ja? Also zu erfassen, wo wollen wir denn eigentlich hin und welche Kompetenzen müssen wir denn eigentlich ausbilden. Das ist gerade im Zuge der digitalen Transformation oder in der Diskussion um Industrie 4.0 recht schwierig, weil viele Unternehmen, viele Organisationen auch selber noch nicht genau wissen, wo es eigentlich lang geht und wo sie hinwollen. Man hat, glaube ich, auch oft die Trainingsabteilung als Umsetzungsabteilung gesehen und nicht als strategischen Partner bei der Umsetzung auch der Unternehmensstrategie. Und wir wissen, jede Veränderung braucht Lernen, braucht Bildung. Und von da ist es aus meiner Sicht einer der wesentlichen strategischen Erfolgsfaktoren, die Bildung ganz nach vorne zu stellen. At the moment, many L&D teams are seen as a cost center. They're not seen by senior leadership as being critical to the organizational outputs. Ich sage immer, die Personaler insbesondere müssen wirklich, das ist einfach gesagt, zum Businesspartner in Unternehmen werden. Ja. Das heißt, sie müssen wirklich in die Prozesse rein, sie müssen verstehen, was passiert da, wo sind die Bedarfe en Detail, um das entsprechende Angebot machen zu können. Es wird zunehmend weniger möglich sein, Produkte von der Stange zu kaufen, ja, sondern sie müssen wirklich eigentlich eine Kompetenzanalyse vorschalten mit Bereichen, mit Arbeitsgruppen. Was braucht ihr denn jetzt genau für euer Thema, für eure Entwicklung, um die richtigen Angebote rausfinden und extrahieren zu können? Ich glaube, dass die Personalentwickler, die Personalabteilung viel besseres Selbstmarketing betreiben müssen. Die machen einen sehr guten Job, reflektieren sich aber oft aus meiner Sicht vielleicht auch zu stark und sollten etwas mutiger herangehen, auch neue Konzepte umzusetzen und das, was sie tun, auch besser zu vermarkten. We've been living with disruption for many, many years. It's just getting faster and more ubiquitous. It's sort of in every part of our lives. And I think it's a mindset. I think we have to adopt a mindset to adapt to change and understand the complexity and find ways in which we can actually utilize new and changed environments, new technology developments. For example, here at LearnTech in the exhibition hall I was walking earlier on, there's a huge number of new technologies which can support this. It's not just about the technology, it's about how we can apply these new technologies to do things differently, do things better and improve and increase the value that we're adding. Ich glaube, dass unsere Lernwelten vielfältiger und eben auch noch dichter am eigentlichen, an der eigentlichen Realität werden. Und dann glaube ich auch, dass das Thema On-Demand viel stärker wird. Also Mobile Learning oder Lernen am Arbeitsplatz, Performance Support sind so die Stichworte. Ich glaube, das wird noch deutlich stärker werden, dass wir dem Lerner dann das Lernangebot machen, wenn er es braucht. Und Lernen auf Vorrat nur noch bedingt funktionieren kann. Ich kann über virtuelles Lernen, über vernetztes, digitalisiertes Spiel, kann ich natürlich noch mal ganz andere Lernräume schaffen und auch andere Schutzräume fürs Lernen und damit natürlich medienspezifisch unterschiedliche Sachen ausprobieren, die so vor 20, 10 Jahren noch gar nicht möglich waren. Ne? Bis hin zum Stichwort Mobile Learning. Jeder hat ein Smartphone inzwischen. Ich habe jetzt Möglichkeiten, morgens auf dem Weg zur Arbeit noch mal schnell irgendeine Lerneinheit zu machen oder irgendwas, mich auszutauschen mit der Cloud, zu kommunizieren, was auch immer. Was natürlich bedeutet, ich muss nicht immer lernen, mehr in solchen abgegrenzten Blöcken denken. Ich habe, was weiß ich, ein Seminar, das geht eine Woche, sondern ich kann es in ganz unterschiedlichen Aspekten denken. Ich kann mehr in Richtung Training on the Job denken, viel, viel flexibler sein. Also ich glaube, wir lernen gar nicht mehr in 5 bis 10 Jahren, sondern wir suchen uns das Wissen, was wir benötigen, zusammen, weil es irgendwo ist, bestenfalls in gesicherten Datenbanken, wo sicheres Wissen ist. Aber wir werden nicht mehr lange auf der Schiene Lernverbesserung unterwegs sein, sondern wir werden gucken, wie können wir Lernen ersetzen und Wissen on Demand verfügbar machen. Ich sehe den Bedarf, zunehmenden Bedarf nach Individualisierung. Also individualisiertere Inhalte, was viele Weiterbildner vor große Probleme stellt, weil es natürlich erstmal ein Mehraufwand ist, die entsprechend zu gestalten. Ich sehe den Bedarf nach adaptiven Systemen, also sozusagen Lernsysteme, die sich auf die Bedarfe von Lernern
relativ flexibel einstellen können, was immer Sie jetzt darunter verstehen wollen, von digitalen Systemen bis auch überhaupt Weiterbildungssysteme generell. Also im Moment, glaube ich, sind wirklich die spannenden Themen so Lernen in virtuellen Räumen, also mit VR und Augmented Reality. Ich glaube, dass Augmented Reality erst nochmal richtig durchstarten wird, weil wenn die Technologie so weit ist, dass wir es wirklich nur mit einer Brille zu tun haben, die wir aufsetzen und zusätzliche Informationen darüber abrufen, dann ist das ja eine andere Situation, als wenn ich eine VR-Brille aufhabe und quasi ja blind bin, was meine reale Umwelt angeht.